Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich, Sie und euch ganz herzlich zu unserem schulpolitischen Kongress mit dem Titel Jedes Kind ist anders, Lernzeiten und Bildungswege. Das angekündigte Schneechaos ist uns ja Gott sei Dank erspart geblieben. Ich habe gelesen, dass heute Abend die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gehen sollen. Also wer Sie dann aufs Glatteis führen will, ein bisschen Vorsicht. Aber heute Morgen konnten wir, glaube ich, alle sicher hier anreisen. Sicher ist Sicherheit und sicher ist auch ein Stichwort, was im Moment die Debatten überschattet, auch einengt. Man hat ja den Eindruck, dass die sicherheitspolitischen Debatten alles bestimmen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle auch ganz eindringlich, nein, wir haben auch eine Menge anderes zu diskutieren. Und heute diskutieren wir letztlich das zentrale landespolitische Thema, nämlich die Bildung und im konkreten Fall heute die schulische Bildung. Und ich möchte mich an dieser Stelle zunächst einmal ganz herzlich bedanken, dass Sie alle hierher gekommen sind, dass so viele kompetente Menschen uns zur Verfügung stehen. Und die werden auch gleich, deswegen nenne ich das jetzt an dieser Stelle nicht, in den jeweiligen Foren noch mal einzeln und ausführlich von meiner Kollegin Sigrid Behr vorgestellt, der ich natürlich an dieser Stelle ganz besonders danken will, weil sie die Idee für diesen Kongress hatte, das auch alles vorbereitet hat. Und natürlich möchte ich den Dank auch erweitern an Norbert Czerwinski, an Vera und an Zoe. Zoe ist unsere Praktikantin, Jahrespraktikantin, politisches Leben, nee, das Jahr im politischen Leben, ne? Genau so geht das. Und die macht ein ganzes Jahr hier bei uns und die ist super engagiert und vielen Dank auch an Sie und natürlich an alle anderen, die sich daran beteiligt haben. Es ist ein Gemeinschaftswerk, immer so einen Kongress vorzubereiten. Vielen Dank dafür. Und ich möchte an dieser Stelle, ich will Sie nicht lange langweilen, aber an dieser Stelle schon auf so ein paar Punkte hinweisen, die in unserer rot-grünen Koalition eine wichtige Rolle gespielt haben. Es ist uns gelungen, glaube ich, in den letzten 7 mittlerweile Jahren oder 6,5 Jahren die finanziellen Rahmenbedingungen gerade für die Schulpolitik deutlich zu verbessern. Und Schulpolitik ist nicht nur Schule im Landtag, sondern auch vor Ort. Und deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, auch immer die Rahmenbedingungen für die Kommunen zu verbessern. Das Gemeindefinanzierungsgesetz wurde um über 40% auf mittlerweile 10,5 Milliarden Euro erweitert. Und wir haben auch Stärkungsprogramme für die Kommunen vor Ort gemacht. Warum sage ich das? Ich sage das, weil sonst keine Investitionen vor Ort mehr in diese Institution möglich wären. Und wir haben Milliardenbeträge hier zusätzlich bereitgestellt. Und deswegen, und wir waren am Mittwoch zusammen mit Sigrid Behr in Essen in einer Schule, einer Gesamtschule, die heißt Bockmühle, die alle möglichen sozialen Probleme auch noch vereinigt und in einem katastrophalen Zustand ist. Und deswegen war es auch richtig, wie ich finde, nochmal ein Investitionsprogramm von 2 Milliarden Euro für die Sanierung der Schulen bereitzustellen. Das ist immerhin nach den Berechnungen auch des Städtetages gut 20-30% der Gesamtinvestitionen, die vor Ort notwendig sind, um die Schulen wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist eine komplett freiwillige Angelegenheit gewesen, die das Land macht. Und trotzdem halte ich es richtig, das jetzt zu machen. Inhaltlich hat die Schulministerin und hat die Koalition, glaube ich, relativ schnell nach Amtsantritt eine Menge gemacht, die die Rahmenbedingungen verbessert hat. Wir haben das Vorziehen des Schuleintrittsalters abgeschafft. Wir haben die pädagogisch fragwürdigen Kopfnoten abgeschafft und trotzdem noch die Grundschulstandorte an kleinen Standorten erhalten. Und deswegen gilt auch weiterhin kurze Wege für kurze Beine. Das gilt auch in Nordrhein-Westfalen weiterhin. Und der wichtigste Punkt, der ja viel mit unserem heutigen Thema zu tun hat, war dann der sogenannte Schulkonsens. Es ist gelungen, die Grabenkriege zu beenden. Und da möchte ich mich auch ausdrücklich bei der CDU bedanken, die damals erkannt hat, dass es sinnvoller ist, von den Kindern her zu denken und nicht von den Strukturen her. Und das wird, glaube ich, heute auch ein wichtiger Punkt in der Diskussion sein. Und so als gelernter Haushälter möchte ich schon auch darauf hinweisen, dass es im Schuletat gelungen ist, den Etat um 30% auf fast 18 Milliarden Euro aufzustocken. 10.000 Stellen sind im System geblieben, die sonst der Demografie zum Opfer gefallen wären. Und in den letzten beiden Jahren sind allein 7.300 Stellen dazugekommen, 4.500 im Bereich für Zuwanderung, für Eingliederungskurse, für Sprachkurse. Das war ein Kraftakt. Und an dieser Stelle will ich auch noch mal sagen, und wenn Herr Lindner dann rumläuft und sagt, diese Stellen sind KW, also künftig wegfallend gestellt, dann finde ich das fast schon eine Unverschämtheit. Wenn wir uns 2015 hingesetzt haben und diese Stellen bereitgestellt haben,
und natürlich zunächst mal mit KW gestellt haben, weil wir ja nicht wissen können, wie die Zuwanderung weitergeht, dann waren wir das erste Bundesland, was überhaupt gehandelt hat. Und wir waren auch lange Zeit mit unseren Stellen das Bundesland, was mehr Stellen als alle anderen Bundesländer zusammen gemacht hat. Und ich verspreche an dieser Stelle ganz ausdrücklich, dass, wenn sich die Zuwanderung so entwickelt, wie es jetzt ist, natürlich viele dieser Stellen im System bleiben werden, weil sonst anders der Unterricht natürlich nicht zu bewerkstelligen wäre. Das ist völlig klar. Und trotzdem ist es gelungen, erstmals seit 1973 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Damals war der Ministerpräsident noch Herr Kühn und das Fernsehbild war schwarz-weiß. Und damit nicht alles weiterhin schwarz-weiß bleibt, wie in vielen Diskussionen, die wir im Moment führen, sage ich an dieser Stelle auch ganz eindeutig, ja, ich bin stolz auf diese schwarze Null, aber das steht für uns nicht im Vordergrund. Für uns steht im Vordergrund, eine Politik für bessere Bildung zu machen, eine Politik für die Kommunen und auch für den sozialen Ausgleich. Und wenn es uns dann noch gelingt, den Haushalt auszugleichen, dann ist das ein guter und wichtiger Nebeneffekt für die künftigen Generationen. Aber wir werden uns darauf konzentrieren, die Zukunftsaufgaben hier in Angriff zu nehmen und da auch zu investieren. Und da erlaube ich mir einen kurzen Rückblick, was G8 und G9-Debatte anbetrifft, um die zu schildern, weil inhaltlich sicherlich werden Sie viel mehr dazu beitragen können, weil ich das auch sehr hautnah mit meinen Kindern erlebt habe. 2002, 2003 gab es die Diskussion und die Entscheidung darüber, dass die Schulzeit verkürzt werden sollte. Damals waren nahezu alle dafür, dass die Schule, in dem Fall auf dem Gymnasium müssen wir ja sagen, statt 9 nur noch 8 Jahre dauern sollte. Da gab es fast keinen Widerstand. Ich habe das immer, ehrlich gesagt, für falsch gehalten, weil mir das eigentlich egal war, ob die jetzt 8 oder 9 Jahre in der Schule sind oder nicht. Und dann kam Folgendes. 2006 hat dann CDU, FDP die Umstrukturierung gemacht. Meine Tochter war im zweiten G8-Jahrgang. Die hatte weder Essen an der Schule noch Betreuung an der Schule und es war viel Chaos. Aber, das muss ich zur Ehrenrettung dann auch dazu sagen, dann ist auch eine Menge passiert. Wir haben jetzt eine hervorragende Mensa, auch an vielen anderen Standorten in Essen und an vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen. Wir haben vernünftige Betreuung und Sie und die Lehrerinnen und Lehrer haben sich intensiv bemüht, die Lehrpläne zu entschlacken und den aus meiner Sicht Fehler, die Mittelstufe zu stauchen, dann auch wieder handhabbar zu machen. Das ist alles geschehen. Und wenn jetzt die Initiative, ich glaube, sie heißt G9 jetzt, sich hinstellt und ein Konzept vorlegt, was so aussehen soll, dass wieder nur der Halbtag gelten soll, dass die Betreuung wegfallen soll, dass der Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen im Wesentlichen von der Zeit und dem Geld der Eltern abhängen soll und sozusagen ein Zurück zur alten Zeit gehen soll, dann ist das mit uns nicht zu machen. Das sage ich an der Stelle ganz ausdrücklich. Und es ist auch nicht zu machen, da wird es dann noch krasser, dass dann sozusagen dieses neue G9-Modell zu Lasten der Gesamtschulen, also oder auch der Schulform, die längeres gemeinsames Lernen produzieren wollen. Auch das ist mit uns ausdrücklich nicht zu machen und das wäre auch technisch vor Ort gar nicht zu leisten, weil die Schulräume nicht bereitstehen und das nicht machbar wäre. Und da komme ich zu einem zweiten Punkt, der in der Debatte auch nochmal wichtig ist, weil das ja immer so in dieser Showdebatte nach vorne getragen wird. Da stellen sich ja manche hin und sagen, wir könnten jedes Jahr quasi neu entscheiden, ob wir G8 oder G9 neu an der Schule machen wollen. Das ist schlicht Wahnsinn, muss ich an der Stelle sagen. Das ist weder organisatorisch machbar, noch ist es irgendwie sinnvoll. Und deswegen ist es ein Fehlbeitrag auch in dieser Diskussion. Und deswegen haben wir uns entschieden, und da wird Frau Löhrmann und die anderen gleich noch einiges zu sagen, ein Konzept vorzulegen, was vom Kind her denkt, was davon ausgeht, dass Kinder unterschiedliche Zeiten brauchen und wir brauchen sicherlich, wir müssen auch einige Hürden sicherlich abbauen. Die Synchronisierung sozusagen der zweiten Fremdsprache oder der Abschluss auf dem Gymnasium nach der Mittelstufe, das muss geklärt werden. Das müssen wir fachlich hinbekommen, das halte ich aber für machbar. Aber für mich ist auch wichtig, dass nicht nach der vierten Klasse entschieden ist, wo es mit dem Kind hingeht, sondern dass weiterhin die Möglichkeit besteht, und ich sage auch ausdrücklich, einen Aufstieg für die Kinder zu ermöglichen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist eine Drucksituation, die nicht in Ordnung ist und die auch nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden kann. Ich freue mich, dass es gelungen ist, so viele kompetente Leute heute hier einzuladen. Es wird gleich in 2 parallelen Workshops diskutiert werden und direkt im Anschluss nach mir wird die stellvertretende Ministerpräsidentin und Schulministerin Sylvia Löhrmann ihren Beitrag halten. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir heute hierher gekommen sind.
freue mich auf viele spannende Debatte und wünsche dem Programm jetzt einen erfolgreichen Verlauf und Ihnen spannende Diskussion. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Merdert. Vielen Dank auch an die Fraktion für die Organisation dieser Veranstaltung. Und auch ich freue mich natürlich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Viele bekannte Gesichter aus unterschiedlichsten Zusammenhängen, und das ist immer gut. Und ich freue mich wirklich auf diesen Tag heute, und ich bin auch gespannt, weil auch ich natürlich immer noch wieder gerne mitkriege, wie viel mehr auch vor Ort passiert, weil wir, glaube ich, gut daran tun, und das haben wir zumindest gemacht in den letzten Jahren, das habe auch ich aus voller Überzeugung gemacht, dass wir so ein Grundprinzip verfolgen, nämlich uns alle auch als lernende Organisation zu verstehen, wo wir doch so viel mit Lernen zu tun haben. Und das hört eben nicht auf, und das fängt auch immer wieder neu an. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, und ich werde auch in die Foren reinkommen, um da noch mehr Details mitzubekommen. Und ich freue mich eben auch, dass wir hier Gäste haben, die das Ganze einordnen, nicht nur aus der Sicht Nordrhein-Westfalen, sondern die ganz wichtigen Akteure und Mitstreiter, kritische Mitstreiter, aber konstruktive Mitstreiter dabei haben und Praktiker aus den Schulen, aus den Regionen, weil es, glaube ich, Schulentwicklung gut tut, wenn wir sie an der Sache orientiert möglichst voranbringen und weiterentwickeln. Und ich habe mir überlegt, was nehme ich als einen Gedanken für meinen Input hier. Und ich finde, es ist vielleicht richtig, nochmal sich zu vergewissern bei all der Hektik und dem Aktionismus, der sich so gerne breit macht, dass es gut ist und dass es Schulpolitik gut tut, wenn sie in langen Linien denkt und wenn sie einen klaren Kompass hat. Und der klare Kompass ist formuliert worden in Nordrhein-Westfalen, und ein Kriterium und ein Kompasselement ist eben auch Beteiligung. Und ich glaube, so viel Beteiligung wie nie hat es gegeben in den letzten 7 Jahren in Nordrhein-Westfalen, und das war gut. Und ein Kompasselement war die Bildungskonferenz, und viele sind ja auch hier, die da mitgemacht haben. Und wir haben in der letzten Sitzung Fazit gezogen. Das wird auch im nächsten Schule NRW nochmal drinstehen, was wir alles wirklich abgearbeitet haben von der Bildungskonferenz, die hier in diesem Parlament von der Bildungskonferenz der Landesregierung an die Hand gegeben worden ist. Und das war gut und richtig, und das hat viel dazu beigetragen, dass ich so erfolgreich sein konnte, dass so viele mitgegangen sind, obwohl es über einzelne Fragen natürlich immer wieder Diskussionen gibt. Also Beteiligung, und wir haben in dieser Bildungskonferenz ein Grundprinzip festgehalten und in den Mittelpunkt gestellt, nämlich die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen und die individuelle Förderung, die schon im Gesetz steht, in den Mittelpunkt zu stellen und damit wirklich ernst zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wie ernst damit gemacht wird, das wissen Sie meistens, weil Sie das in Ihren Schulen leben. Aber das weiß die Öffentlichkeit leider immer noch nicht genau, wie vielfältig wirklich diese Schulen heute sind. Und dass eben nicht mehr nach Schema F im Gleichschrittmarsch durch ein Schulprogramm gegangen wird. Und zwar von der Grundschule angefangen, da zuallererst, deswegen ist es gut, dass die Grundschulen heute auch dabei sind, sondern bis hin natürlich zu den Schulen des längeren gemeinsamen Lernens, aber auch in die Gymnasien und auch in die Berufskollegs hat dieses Prinzip Eingang gefunden, dass in Berufskollegs nach Wochenplanarbeit gearbeitet wird. Also viel mehr Vielfalt ist schon da, und in vielen Köpfen, die über Schule schreiben, und leider auch in vielen Köpfen hier im Parlament, da wird noch immer gedacht, dass die Schule die Aneinanderreihung von 4 bis 6 45-Minuten-Einheiten stattfindet. So ist Schule in Nordrhein-Westfalen nicht mehr, und das ist gut so, dass sie nicht mehr so ist. Also individuelle Förderung in den Mittelpunkt stellen, die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen freue ich mich so, dass Herr Pant hier ist. Jetzt kommt mein erstes Objekt. Er hat das nicht mitgebracht, weil es so schwer zu tragen ist. Ich habe es aber natürlich. Das Handbuch Gute Schule. Da ist dieser Stuhl drauf mit den Flügeln, das finde ich ja so ein schönes Motiv, nämlich
schon sitzen auch, aber gutes Lernen soll Flügel verleihen den Schulen, die diese mühsame Arbeit tun, aber vor allem natürlich den Kindern. Und hier wird eben nicht schulformbezogen geguckt, nicht strukturbezogen geguckt, sondern da wird anhand von Kriterien geguckt. Es lohnt sich, dieses Buch anzuschauen. Und dann erlaube ich mir eins zu sagen in der politischen Diskussion. Ich bin stolz, dass so viele Schulen aus Nordrhein-Westfalen immer wieder dabei sind. Manchmal Nummer eins, aber vielfach an zweiter Stelle, weil das dann nicht mehr so gerankt wird. Und ja, dann sage ich, das ist doch toll, dass unsere Schulen so sind. Und dann haben wir in der politischen Diskussion ja so ein bisschen die Diskussion, also wenn Schulen gut sind, dann sind sie das trotz Lörmann. Wenn sie schlecht sind, sind sie es wegen Lörmann. Also das kann ja nicht stimmen. Also entweder hat es was mit der Landespolitik zu tun oder es hat nichts mit der Landespolitik zu tun. Und oft sind es ja Schulen, die keine besseren Rahmenbedingungen haben, sondern die das irgendwie hinkriegen, sich wirklich zu besten Schulen Deutschlands zu entwickeln. Und dann sollte uns das ermutigen und ermutigt mich auch immer wieder, doch dann dafür zu sorgen, dass diese guten Praxisbeispiele systematisch Eingang finden in die regionale Schulentwicklung. Und das wird uns auch bei diesem Thema, was wir heute vertiefen, begleiten. Also anspornen lassen von guter Schulentwicklung, die systemische, nachhaltige Gesamtentwicklung im Blick haben. Das ist so ein Leitgedanke für mich heute. Beteiligung, Ermutigung, Unterstützung, selbstverständlich. Und dann erinnere ich an ja, den Kernpunkt, Mehrdad Mostovizadeh hat es gesagt, die Bildungskonferenz hat den historischen Schulkonsens und Schulfrieden in Nordrhein-Westfalen vorbereitet. Ohne das wäre das, glaube ich, auch nicht gegangen. Und wir haben, was wir hauptmäßig versprochen hatten, neben vielen anderen Dingen, wir wollten ermöglichen kommunale Schulentwicklung. Wir wollten ermöglichen kommunale Schulentwicklung und nicht den Streit, ist das richtig oder das richtig. Und dieses Konzept länger gemeinsam lernen, auszuweiten, ohne es zu verordnen, nicht aus ideologischen Gründen. Dieses Konzept ist besser aufgegangen, als ich es mir erträumt hatte, will ich mal sagen. Und viele kennen die Karte, die Landkarte Nordrhein-Westfalens ist grün geworden, weil was die Schulentwicklung angeht, ich sage das, wenn ich außerhalb Nordrhein-Westfalens bin, sage ich dann immer dazu, man sieht daran, wir sind nicht immer überall unter Tage. Das denken ja auch Menschen, wenn sie von außen auf Nordrhein-Westfalen gucken. Sondern das sind die Standorte, wo Sekundarschulen, neue Gesamtschulen gegründet worden sind. Und also war der Ansatz ja richtig, zu sagen, wir nehmen den Propfen da raus auf der Klasse und wir haben den Reformstau, was kommunale Schulentwicklung angeht, damit Kinder und Jugendliche vor Ort ein umfassendes Bildungsangebot vorfinden. Dieses Versprechen haben wir erfüllt und es sind über 230 neue Schulen des längeren gemeinsamen Lernens dazugekommen. Da haben wir also gehalten, was wir versprochen haben. Und es ist vor Ort gewollt gewesen und vor Ort ja oft im großen Konsens. Und ich bin wirklich der CDU dankbar, dass sie diesen Weg eröffnet hat. Eine Fragestellung hat uns immer auch beschäftigt. Das war die Erbschaft. Man kann sich ja auch man kann sich ja nicht aussuchen, an was man anknüpft. Das war die Erbschaft G8, G9. Und wir sind in den Diskursen dazu, ich will das nicht vertiefen, sind wir natürlich auch immer wieder mit allen Beteiligten runder Tisch vorangegangen. Und trotzdem haben wir dieses Thema nicht so aufgelöst, dass es befriedet worden ist. Und hat uns alle also und auch mich natürlich mehr beschäftigt, als uns lieb war. Und ich habe ja viele Schulen besucht, ich habe von den 600 Gymnasien über 100 besucht. Weiß also da, glaube ich, schon, wovon ich rede. Und in den Schulen selber war es fast nie mehr ein Problem, aber trotzdem ist der öffentliche Diskurs nicht zur Ruhe gekommen und deswegen kann man es nicht ignorieren. Und deswegen haben wir dann aus der Not eine Tugend gemacht und haben, weil wir um die viele, viele Arbeit, die in den Schulen dazu geleistet worden ist, nicht zu diskreditieren und nicht wieder zurückzugehen und nicht zu sagen, entweder das eine oder das andere, haben wir gesagt, besinnen wir uns doch auf diesen Hauptkompasspunkt unserer Schulpolitik, nämlich vom Kind aus auch diese Frage vielleicht zu lösen und nicht entweder oder, schwarz oder weiß, sondern hier diesen neuen Weg zu gehen, der in der Öffentlichkeit sicherlich erstmal
ja schwerer zu verstehen ist, weil die Menschen denken, eine Schule, 9 Jahre und 8 Jahre und dann ist doch gut. Aber eine solche Schule wird den Kindern und Jugendlichen von heute nicht mehr gerecht. Und deswegen ist es gut, dass wir uns das noch mal überlegt haben, das etwas anders zu machen. Und das will ich ganz kurz skizzieren und dann werden Sie in den Foren das viel spannender und intensiver noch ausgestalten. Also individuelle Lernzeiten für jedes Kind, weil jedes Kind anders ist, nicht nur in der Grundschule, sondern auch in den weiterführenden Schulen. In den Grundschulen ist das gängiges Prinzip. Wir haben flexible Schuleingangsphasen, 1 bis 3 Jahre. Warum nicht so etwas auch in der Sekundarstufe 2? Weil ja individuelle Förderung, Inklusion sowieso dazu zwingt oder gewollt ist. Manche fühlen sich gezwungen, manche fühlen sich wollen es, sind beflügelt dadurch, dass man stärker überlegt, was braucht jedes Kind, damit es gut lernt. Und wir müssten eigentlich alle wissen, und ich dachte, die Öffentlichkeit ist da vielleicht auch weiter, dass Schulqualität und Lernqualität nicht davon abhängt, ob sie in 9 oder in 8 Jahren grundsätzlich stattfindet, sondern dass es auf die Qualität des jeweiligen Unterrichts und der Lernprozesse ankommt und auf die Synergien, die genutzt werden, der jeweiligen Lernprozesse, damit Kinder ihrem Tempo entsprechend und ihren Kompetenzen und ihren Begabungen entsprechend gut lernen in unseren Schulen. Und deswegen also flexible Lernzeiten und dann aber nicht wie die meisten anderen Wettbewerber mit so einfachen Entscheidungen, die so gerne außen gewollt sind. Deswegen sage ich jetzt, was uns unterscheidet. Unser Konzept ist das einzige Konzept, was nicht nur eine Schulform in den Blick nimmt, nämlich nicht nur die Gymnasien. Und ich weiß von vielen Gymnasien, dass sie eigentlich ganz zufrieden sind mit dem G8. Ich weiß, dass einige G9 wollen, ich weiß aber, dass viele eben genau beides wollen, und zwar jede Schule, weil sie wissen, sie haben Schülerinnen und Schüler, die schaffen das gut in einem 8-jährigen Bildungsgang, sie haben aber auch welche, die bräuchten zusätzliche Förderung. Deswegen eröffnen nach der Klasse 6, haben wir jetzt gesagt, nicht einfach Entscheidungen aus dem Bauch raus, das Kind macht das so, sondern nach der Erprobungsstufe, wenn man ja doch eine ganz gute Einschätzung hat, wie gut kommt denn dieses Kind zurecht, ja oder nein? Und dann kann eine Schule sagen, ich lege dann nach der Klasse 6 einen noch dann 3-jährigen Bildungsgang an oder einen 4-jährigen. Das ist relativ einfach machbar bei größeren Systemen. So wie ja andere Schulen das auch tun, indem sie entscheiden, welche Kinder sind in Grundkursen und welche Kinder sind in Erweiterungskursen. Es ist also nichts, was jetzt ungewöhnlich ist, dass man sich fragt, was ist mit diesem Kind los? Wo lernt dieses Kind besser? Der zweite Weg, der ist dann wieder noch komplizierter für die Außenwelt. Müssen denn immer alle Kinder in dieser einen Klasse sein und in diesem 45-Minuten-Takt, in dem viele Schulen ja sowieso schon nicht mehr sind? Und da habe ich eben dankenswerterweise auch Zuschriften bekommen, dass es nämlich möglich ist, mit jahrgangsübergreifendem Arbeiten, nach dem Dalton-Prinzip zu arbeiten, Mischformen anzulegen durch Individualisierung, teils äußere Differenzierung, teils aber auch Binnendifferenzierung, Kinder und Jugendliche in unterschiedlichem Tempo zum mittleren Bildungsabschluss zu führen. Und dann ist es egal, ob das Kind das in dann 3 oder 4 Jahren macht, sondern es soll es seinem Lerntempo entsprechend machen, weil Kinder ja heute schon mal Klassen überspringen, weil sie besonders fit sind, oder auch schon mal eine Klasse wiederholen, weil sie länger Zeit brauchen und schließen trotzdem hinterher erfolgreich das Abitur ab. Also jede Schule soll den Kindern einen ihrem Tempo entsprechenden Bildungsgang eröffnen, also auch einen 9-jährigen Bildungsgang an den Gymnasien. Und jetzt kommt dazu, was ich eben gesagt habe. Wir haben nicht nur das Gymnasium im Blick, sondern es gibt eben auch Gesamtschulen, die haben, weil sie sich an alle Schülerinnen und Schüler mit allen Talenten richten, sehr leistungsfähige Schülerinnen und Schüler. Und die haben auch Kinder, die in 8 Jahren das Abitur schaffen. Und es gibt eben Drehtürmodelle, dass Jugendliche auch wiederum nach der 6 ungefähr, dass man guckt, wer könnte denn hier auch nach 8 Jahren unser Abi schaffen und bieten dann Zusatzmöglichkeiten an, sodass dann die Kinder nach der 9
in die Qualifikationsphase eintreten, in die Oberstufe eintreten. Ein Beispiel dazu werden Sie genauer angucken sich können. Und die Gesamtschule Solingen, die Friedrich-Albert-Lange-Gesamtschule, 20% der Schülerinnen und Schüler machen nach 8 Jahren das Abitur. Ist heute schon möglich, ist also kein Ausflug ins Phantasialand, was ja angeblich mein Konzept ist, wie mir das der Koalitionspartner hinter den Kulissen, natürlich nicht ins Gesicht, hinter den Kulissen sagt. Also da ist die Schulwirklichkeit in Nordrhein-Westfalen kein Phantasialand, sondern Wirklichkeit. Und wir tun gut daran, uns an den Besten zu orientieren und nicht zu überlegen, wie machen wir was strukturgängig. Letzter Gedanke, Unterschied dazu, dass CDU und FDP ja sagen, wir wollen, dass jede Schule selbst überlegt, was mache ich, und das einmal oder zweimal entscheidet. Am runden Tisch war eine Frage unisono gewollt. Die Gymnasien wollen nicht in eine Konkurrenzsituation gejagt werden. Und die eine ist die vermeintlich bessere Schule, weil sie G8 macht, und die andere ist die für die langsameren, etwas dümmeren Kinder, und die machen G9. Das wollen die Gymnasien nicht. In einen solchen Konkurrenzkampf möchte ich die Gymnasien nicht schicken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wer entscheidet das denn dann auch überhaupt? Ja? Sondern richtig ist, vom Kind aus zu überlegen und es vom Kind aus zu machen. Und der Wettbewerber SPD, der sagt, wir gehen auf das alte Modell, war übrigens damals unsere Erfindung, 6+2. Was damals richtig war, ist heute nicht mehr unbedingt richtig, weil es verkennt, was die Schulen bisher an Entwicklung schon geleistet haben. Also nicht zurück, sondern weiterentwickeln. Und viele Schulen wollen eben, und viele Gymnasien wollen eine 3-jährige Oberstufe. Und wenn wir da sagen, da machen wir nur 2 Jahre draus, dann ist das ganz schön schwer für die Kinder und Jugendlichen. Dann müssen die nämlich in diesen 2 Jahren verdammt viel leisten oder in dieser Kombiklasse 10. Dann kommt da ein Schock, den vielleicht manche Kinder, die das nicht so leicht schaffen, nicht verdauen. Und dann wäre ja die Oberstufe nicht mehr in ganz Nordrhein-Westfalen kompatibel. Das wäre auch ein strukturelles Problem, weil es die Schulen organisatorisch vor große Probleme stellen würde. Und es würde vor allem kleine Gymnasien vor große Probleme stellen. Deswegen glaube ich wirklich, dass unser Ansatz wesentlich besser ist. Und dann sage ich nochmal, lange Linien, habe ich gesagt. Als ich in den Landtag kam, gab es dieses Buch, 95, Zukunft der Bildung, Schule der Zukunft. Für vieles war die Zeit damals nicht reif. Sie war aber reif 2010, als ich mein Amt angetreten habe, für manches, was da drin steht, was wir geschafft haben inzwischen. Es ist nach wie vor hochaktuell zu lesen. Ich kann nur allen empfehlen, das zu lesen. In einer Frage, und vieles ist verwirklicht, noch nicht überall, aber an vielen Stellen, an einer Frage ist auch da schon das drin, worum es heute geht. Nämlich eine Flexibilisierung aus zeitlicher Sicht der Lernangebote in unseren Schulen, weil nicht jedes Kind gleich ist, sondern weil jedes Kind anders ist. Und deswegen lohnt es, für die Weiterdiskussion in dieses Buch zu gucken und heute an dem Thema zu arbeiten. Und ich behaupte, für diese Frage einer individuellen Lernzeit für alle Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen ist die Zeit reif. Und dann schließe ich mit Victor Hugo: Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Die Zeit ist gekommen und sie soll dann nach dem Mai 2017 in die Praxis umgesetzt werden. Schön, dass Sie daran mittun. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an Silvia Löhrmann. Und ich möchte Ihnen jetzt einen kurzen Hinweis auf eine Person geben. Sie ist da, die Stimme, die häufig im WDR 5 zu hören ist, Judith Schult-Loh, die uns heute in der Talkrunde dann zum Schluss begleiten wird, jetzt schon da ist, um zuzuhören. Und jetzt haben Sie das Gesicht, die Person dazu und haben Sie auf jeden Fall schon ganz häufig im Ohr gehabt auch. Herzlich willkommen und wir freuen uns sehr, dass Sie heute den Tag auch hier mit uns begleiten. 2015 hat Martin Spiewak in der Zeit geschrieben, Hans Anand Pant ist einer der wichtigsten Bildungsforscher der Bundesrepublik.
der hier hingejettet ist, noch so kurz im Jetlag, hat er mir gerade eben gesagt. Wir freuen uns sehr. Er ist seit 2009 ja Leiter des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen gewesen und hat dann einen Switch hingelegt. Frau Löhrmann hat eben schon das Buch hochgehalten, wo es um gute Schule geht, um die Unterrichtsentwicklung. Das, was ihn immer beschäftigt hat, ist das Thema der Lernbiografien. Und was liegt da näher, als das Thema Lernzeiten damit zu verbinden? Wir sagen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen hier sind. Es ist Ihr Platz. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Löhrmann, für den kleinen Werbeblock für das Buch, wo Michael Schratz, Frau Beutel, Frau Hümmern und ich die Herausgeber sind. Aber wir sind gar nicht wichtig bei dem Buch, sondern in der Tat geht es um eine Verknüpfung von theoretischen Sichtweisen auf gelingende Schulentwicklung und gleichzeitig die Praxiserfahrung. Das heißt, es ist immer so gestaltet, ich werbe noch ein bisschen weiter, dass eine theoretische Sichtweise von hochkarätigen Kolleginnen und Kollegen mit der Praxiserfahrung und Sichtweise der Schulen, die eine dieser deutschen Schulpreise gewonnen hat, kombiniert wird und in einen Diskurs gebracht wird. Das ist das relativ Neue. Ja, 10 Minuten für die Wissenschaft ist zu dem Thema eine Herausforderung, gebe ich gerne zu. Und alles, was ich Ihnen anbieten kann, ist nicht die Wissenschaft in ihrer ganzen Schönheit zum Thema individuelle Lernzeiten hier zu präsentieren. Ein paar Schlaglichter, sehen Sie mir das nach. Zudem ich ja, wie eben von Frau Beer angekündigt ist, eigentlich aus einem Teilbereich der Wissenschaft komme, die sich mit quantitativ-empirischen Verfahren dem Bildungserfolg genähert haben. Also IQB ist schon genannt worden. Das war für viele unter Ihnen sicherlich auch jahrelang das Mutterschiff des Bösen, weil die Lernstandserhebungen daher kamen, die Testaufgaben dafür. Ich habe 2015 zum Mutterschiff des Guten gewechselt, wenn man so will, für viele Schulen. Das ist ganz komisch. Aber es ist trotzdem darstellbar, aber es geht nicht um mich. Also das kann man lieber mit mir persönlich mal besprechen. Ja, es soll heute gehen um, ich weiß nicht, ich bräuchte wahrscheinlich einen Weiterklicker. Ich wusste doch, das war doch schon vor einer halben Stunde war es drauf. Gut. So, es geht also nochmal darum, vielleicht einen Moment lang innezuhalten, bevor Sie in die praktischen Erfahrungen der Schulen auch im Workshop-Teil heute Nachmittag gehen. Und da ich nicht weiß, was die Kolleginnen und Kollegen jetzt noch bringen, schauen wir mal. Es geht darum, dass wir nochmal überlegen, was ist eigentlich der Faktor Zeit im Bereich von schulischen und individuellen Betrachtung wert, was bedeutet das eigentlich, und das auch nur anreißen zu können. Und ich habe das benannt als Lebenszeit, Lernzeit, Schulzeit. Und damit deute ich schon an, dass wenn wir uns um Zeitbudgetierungen, wenn man so will, von Lernzeiten kümmern, dass man immer auch gucken muss, was macht das eigentlich mit dem Leben eines Menschen? Von ganz früh, von der Zeit vor der Schule bis auch ins heutige Leben als Erwachsener hinein. Und ist das, was in der Schule passiert und in der Aufteilung von Zeiten, eben nicht nur Lernzeit, sondern es ist Lebenszeit. Und wenn man sich das wirklich zu Gemüte führt und ernst meint, dann werden viele Fragen, gerade was die Übergänge in die Schule und die Übergänge aus der Schule heraus betrifft, werden plötzlich nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen, nämlich dem eines, ich sage es jetzt mal so, subjektiv zu bestimmenden lebenswerten Lebens. Das kommt relativ dicht dran an das, was Frau Löhrmann gesagt hat, dass man sich manches tatsächlich vom Lernenden, vom Kind, vom Jugendlichen her überlegen sollte, wenn es um Entscheidungen geht. Ja, es ist sicherlich fast schon trivial, aber es hilft ja vielleicht zur Einstimmung nochmal, das auch durchaus zu sagen, dass es natürlich darum geht, die massive Zunahme an Heterogenität in unseren Klassenzimmern, in unseren Schulen, als das zu betrachten hinsichtlich der Zeitstrukturen, was sie ist. Es ist nämlich eine große Entkopplungsmaschine. Das heißt, die traditionelle Kopplung von Zeit- und Inhaltsstrukturen, Fachinhaltsstrukturen in Schulen, ist tendenziell aufgehoben worden. Das ist durch Inklusion als politisches Ziel, sozusagen, ich sage bewusst Ziel, noch nicht erreichtes Ziel, noch befeuert worden und in den letzten beiden Jahren eben nochmals
durch die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen. Die haben vieles, was an Kopplungen vorhanden war, in der Taktung zwischen dem, was man gelernt haben soll oder lehren konnte, und dem, was an Zeit zur Verfügung stand, komplett über den Haufen geworfen. Und das ist, sage ich immer, für ein Schulsystem, das eher träge ist wie das deutsche im Vergleich zu anderen, ist das eine Chance. Und das meine ich nicht oberflächlich. Es ist eine ganz fundamentale Chance, Strukturen in ihrem Wesen zu überdenken. Die Idee also der Synchronität von Lernprozessen lässt sich immer schwieriger beibehalten. Das ist so, das ist ein Fakt. Dagegen anzuarbeiten mit strukturellen Maßnahmen, mit Festlegungen, es ist so oder so, ist eine Verschwendung von Ressourcen. Es ist nicht eine Sicherung von Ressourcen, es ist eine Verschwendung gegen das Faktische. Das heißt, wir haben eine Flexibilisierung von Zeitstrukturen, die im Mehrebenenmodell über verschiedenste Ebenen hinweggedacht werden muss. Das bezieht sich auf die einzelnen Lerneinheiten oder Schulstunden, wenn man so will, wenn man das Wort überhaupt noch benutzen möchte. Über Tagesflexibilisierung, über Wochenflexibilisierung, Phasen, also sowas wie flexible Eingangsphasen in Schulen, in Grundschulen oder Sekundarschulen, bis hin zu den ganzen Bildungsetappen, wie lange dauert eigentlich eine Pflichtschulzeit, bis hin zur Flexibilisierung des Lernens. Frau Ministerin ist, glaube ich, auch für Weiterbildung zuständig, die eben gerade in diesem Sinne auch ganz weit über den institutionalisierten Rahmen von Schule hinaus gedacht werden soll. Beispiele sind die flexible Grundschuleingangsphase, ist schon genannt worden, aber auch das Abitur im eigenen Takt. Man möge das mal googeln. Das ist sicherlich ein kontroverses Modell, aber man möge es sich mal angucken. Oder eben die Pflichtzeitschulflexibilität. Und vieles davon ist wissenschaftlich im quantitativen Sinne, also im großen Sinne mit belastbaren Daten, überhaupt nicht erforscht. Bestes Beispiel ist die Frage, was hat das eigentlich für Auswirkungen, wenn man eine flexible Grundschuleingangsphase hat? 1-3, manche 2-4, je nachdem, je nach Bundesland. Was man herausgefunden hat, und da greife ich jetzt nochmal auf meine frühere Bildungsforschungsstelle zurück beim IQB. Wir haben im Nachgang mal analysiert vom großen Ländervergleich in der Grundschule, dem letzten, der veröffentlicht wurde, und haben geguckt, wir vergleichen das, was bei den Kindern angekommen ist in der vierten Schule, vergleichen wir die Gruppen, diejenigen, die in flexiblen Eingangsstufen waren und mit denen, die das nicht waren. Was kommt raus? Vielleicht trivial, vielleicht nicht überraschend, die unterscheiden sich in ihren Deutsch-Lese- und Zuhörleistungen überhaupt nicht. Sie unterscheiden sich auch nicht, was man eigentlich ein bisschen erhofft hat, hinsichtlich der Frage von Lernfreude, von Interesse am Fach und von dem gefühlten sozialen Integriertsein. Ausnahme, wenn man ein bisschen genauer guckt, in den Regionen und Bundesländern, in denen das jahrgangsübergreifende Lernen massiv vorhanden war in der Fläche, dort ist es tatsächlich so gewesen, dass dann das Integrationsgefühl und auch die Matheleistung, Wissenschaftler würde sagen, signifikant besser waren. Wir wissen noch nicht warum, aber wir finden das erstmal an Datensätzen, die 20.000 Schülerinnen und Schüler repräsentativ getestet und befragt haben. Da möge man mal hinschauen, dass da die Wirkungen auf das Wie der Umsetzung von flexiblen jahrgangsübergreifenden Lernarrangements wirksam ist. Zwei andere Beispiele ganz kurz noch aus dem Feld der Preisträger des Deutschen Schulpreises, die nach meiner Meinung nach besonders intensiv, vielleicht sogar provozierend mit der Frage von Zeitstrukturen umgehen. Das eine ist die Montessori-Oberschule in Potsdam. Da wird das Argument, Zeit ist individuell unterschiedlich erlebbar und wird erlebt in der Schulzeit, auf die Spitze getrieben. In der 8. Jahrgangsstufe, das Argument ist man dort eigentlich davon ausgegangen, die Entwicklungsschritte in dieser Phase von Kindern sind so lernfeindlich im Gesamtverlauf der Jugendlichen, dass ein normaler Unterricht in festen Strukturen gar nicht möglich ist. Die gehen ein ganzes Schuljahr lang mit allen Schülerinnen und Schülern aufs Feld und arbeiten in einem wunderschönen Setting an verschiedensten praktischen Dingen der Feldarbeit. Das klingt jetzt erstmal esoterisch, ich habe es mir angeguckt, ich bin sehr skeptisch bei sowas gewesen. Und dann guckt man sich das an, was nebenbei gelernt wird, im Betriebswirtschaftlichen, im Biologischen, in allen möglichen Dingen. Und dann denkt man, huch, das könnte ja funktionieren.
Es ist eine extreme Flexibilisierung. Gucken Sie es sich an bei Frau Kickler, wenn das möglich ist. Zweites Beispiel, ganz andere Art von zeitlicher Flexibilisierung, die Schlauschule München. Auch die eine Preisträgerschule, ist eigentlich gar keine Schule, versorgt vor allen Dingen Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Jugendliche, die völlig aus unseren Zeitstrukturen fallen. Die fallen zum Teil aus dem Zeitalter, Phase der allgemeinen und der Berufsschulpflichtigkeit, haben aber gar keinen Abschluss und können auch nicht Deutsch. Das heißt, die sind sozusagen maßgeblich daran beteiligt geworden, dass das Land Bayern, und ich komme selten in die Verlegenheit, das Land Bayern im Schulbereich zu loben, ein Modell für die Berufsschulpflichtigkeit für gerade Migranten entwickelt hat, dass das ermöglicht, dass die über die üblichen bis 18, manchmal bis 21 Jahre hinaus, bis 25 Jahre in den Berufsschulen Angebote bekommen, die aufeinander abgestimmt sind. Auch das möge man sich durchaus gern mal anschauen. Ja, ich glaube aber, dass eine Flexibilisierung von Zeitstrukturen an sich wahnsinnig komplexe Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitungen trotzdem stellt, ans gesamte pädagogische Personal stellt. Und ich glaube, dass das nur gelingen kann, wenn zentrale Elemente schülerzentrierter werden. Nicht nur die Idee der Zeit, sondern auch die Idee der Bestimmung über Inhalte und über die Frage, wie sehr sie durch Feedback eingebunden werden. Einige werden das kennen, das von der Kollegin Beutel übernommen, die mir das gerne überlässt immer, dass man sagt, Feedbackstrukturen müssen auf allen Ebenen zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften, aber auch im Kollegium aufgebaut werden, damit überhaupt Individualisierung transparent wird, kommunikativ verflüssigt wird, um diese tatsächlich zu leben. Und das heißt, dass es ganz viele Puzzlesteine gibt. Es gibt nicht den einen Faktor, das wird die Wissenschaft auch niemals rausfinden, der sagt, wenn ihr es so macht, liebe Leute, dann gelingt euch, individuelle Lernzeiten zu gestalten. Es ist das Puzzle, es ist letztlich die Konfiguration in Schulen und damit ist es Schulentwicklung und Schulentwicklungsprozesse, nicht nur Unterrichtsentwicklung. Es ist eine Look- und Feel-Grafik, das müssen Sie nicht alles lesen können, sondern der Gesamteindruck soll heißen, Sie können es konzeptgesteuert vernetzen. Viele von den Schulen, die hier sitzen, werden Teile davon wiedererkennen. Wie Sie die Elemente der Lernbegleitung, die notwendig sind, um individualisierte Rückmeldungen geben zu können und individualisierte diagnostische Prozesse überhaupt, um festzustellen, wo ist eine Schülerin und ein Schüler gerade in dem Moment, dass Sie die miteinander verbinden können. Und es gibt auch wieder in dem Buch, das Frau Löhrmann hochgehalten hat, einige Beispiele, wo man das im Einzelfall sehr gut machen kann. Ich komme schon zum Schluss. Ja, es war nicht abgesprochen, genau. Ein bisschen Wasser in den Wein möchte ich trotzdem kippen. Das heißt, auch wenn wir Individualisierung, wie das jetzt hier offenbar versucht wird, ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch mögliche Risiken und Nebeneffekte zumindest mitbedenken. Und ich habe nur wenige davon aufgeführt, die der Kollege Bredenstein und die Kollegin Rademacher in einem DFG-Projekt qualitativ erforscht haben, durch ethnografische Methoden in Schulen. Und da geht es, dass man überlegt, gibt es möglicherweise Gefahr bei sehr offenen und sehr individualisierten Lernsettings, dass man eine Überbewertung und Verselbstständigung von unterrichtsorganisatorischen Fragen erlebt? Dass die Kinder in der offenen Lernzeit erstmal wahnsinnig damit beschäftigt sind, sich zu organisieren, wie machen wir es heute? Und dass tatsächlich Inhalte dann eine Idee zu kurz kommen. Oder dass es sozusagen einen Zwang zur Effizienzsteigerung gibt, wenn man individuelle Lernzeiten so gestaltet, dass natürlich auch Schüler und Schülerinnen schneller fertig sind als andere und dann ja mit dieser Zeit was anfangen sollen. Das ist dann so ein, was die in dieser Studie herausgefunden hat, so eine Art selbst auferlegter Zwang gibt, ich muss diese Zeit jetzt sinnvoll nutzen. Ich darf ja nicht müßig sein oder Freizeit haben, ich muss sie sinnvoll nutzen. Time on Task für Schülerinnen. Und dieses vor allen Dingen in der Kombination, dass die Verantwortung dafür, so gern wir Verantwortungsübernahme so früh wie möglich, so authentisch wie möglich an Schülerinnen und Schüler sehen möchten, dass diese letztlich als Verantwortungsübernahme fürs eigene Zeitmanagement vorbereitet und begleitet werden muss. Ja, das ist ein Schlaglicht gewesen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Es ist Ihnen, glaube ich, gelungen, einmal die Neugier nochmal zu wecken und so einen großen Überblick zu geben, sodass wir in der Diskussion da, glaube ich, sehr gut ansetzen können. Mir sei ein Hinweis erlaubt.
Nordrhein-Westfalen startet mit dem Programm Fit für mehr an den Berufskollegs einen Zugang für junge Geflüchtete von 16 bis 25 Jahren mit einer Abschlussorientierung dann auch und dem Weiterführen in die Bildungsgänge hinein. Und das ist in der Tat, glaube ich, genau das Schließen der Lücke. Da ist die Weiterbildung, hat sich hier sehr verdient gemacht in Nordrhein-Westfalen. Und auch in diesen Punkten, jetzt mit diesem neuen Programmaufschlag, kommen wir dem, glaube ich, sehr nah, was Sie eben in der Individualisierung den unterschiedlichen Lernbiografien auch dargestellt haben. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie das möglich gemacht haben, heute bei uns zu sein. Frau Dr. Strehle ist die Nächste im Reigen und sie ist Projektmanagerin bei der Mercator Stiftung, die einen Leitsatz verfolgt, Integration durch gleiche Bildungschancen für alle zu verbessern. Und sie ist gleichzeitig auch Begleiterin in dem Projekt mit Ganztag mehr Zukunft. Ganz herzlichen Dank, dass auch Sie die Zeit gefunden haben, heute Morgen bei uns zu sein und ich freue mich auf Ihren Beitrag. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Beer. Ich habe mich gefragt, ich habe gedacht, ich werde in meinem Vortrag nicht erklären, was mit individualisierten Lernen gemeint ist. Ich benutze aber das Stichwort. Und obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, hat das wunderbar geklappt, weil das Herr Pant jetzt eben schon getan hat. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich werde ein bisschen was dazu erzählen, was wir bei der Stiftung Mercator unter jedes Kind ist anders und jedes Kind lernt anders verstehen und wie wir dazu beitragen, dass eine vielfältige Schülerschaft erfolgreich lernt. Im Kern glauben wir, dass es um die Umsetzung von individualisierten Lernen geht. Das heißt, die Aufgabe von Schule muss es sein, das Lernen jedes Einzelnen, möglichst erfolgreiches Lernen, zu unterstützen. Das ist jetzt so einfach und knapp formuliert und in der Umsetzung so schwierig. Und wir glauben, jede Schule muss dafür ihren eigenen Weg finden. Es gibt sehr viele Formate, Methoden, Ansätze. Das können Sie als Vertreter von Schulen hier im Raum viel besser beschreiben als ich. Deswegen werde ich das hier auch nicht tun, sondern mein Part ist, etwas dazu zu sagen, welche Themen in der Schulentwicklung im Fokus stehen sollten, um individualisiertes Lernen umzusetzen und wie man den Weg der Veränderung beschreiten kann. Ein bisschen Individualisierung ist nämlich schwierig und deswegen brauchen wir einen Veränderungsprozess in den Schulen. Jetzt muss ich auch weiterklicken. Die Stiftung Mercator hat ihren Sitz in Essen und wir engagieren uns stark im Ruhrgebiet und viele Schulen im Ruhrgebiet sind sehr divers. Ich war Ende des Jahres bei 2 Gymnasien, die an Mercator-Projekten teilnehmen, bei denen etwa 95-98% der Schüler Deutsch nicht als Muttersprache haben und die auch in einem sehr herausfordernden sozialen Umfeld liegen. Wir helfen Schulen dabei, Ansätze zu finden, damit jedes Kind möglichst erfolgreich lernen kann. Als Stiftung haben wir gegenüber der Politik einen Vorteil, und zwar wir müssen im Bildungsbereich kein Vollprogramm bieten. Wir können uns auf wenige Themen fokussieren, den wir uns dann intensiv widmen und über viele Jahre, Frau Lohmann hat vorhin schon gesagt, alles, was mit Schulentwicklung zu tun hat, braucht einen sehr langen Atem. In allen Handlungsfeldern, die Sie da oben sehen, geht es um mehr Chancengleichheit und wir haben auch einen Schwerpunkt auf der Sekundarstufe 1. Das ist einmal mehr Qualität im Ganztag und dann ebenfalls das für Schulen wichtige Thema der durchgängigen Sprachbildung. Weitere Handlungsfelder beziehen sich dann noch auf Schule und Hochschule, etwa Bildungsübergänge. Mehr Qualität im Ganztag ist hier fett gedruckt oder hervorgehoben, weil ich darauf heute näher eingehen möchte. Qualitätsentwicklung ist da wichtig, weil Ganztag nur dann zu individueller Förderung beiträgt, wenn er gut gemacht ist. Dabei sind die Rahmenbedingungen im Ganztag zunächst für individuelle Förderung sehr gut. Es gibt mehr Zeit, mehr unterschiedliche pädagogische Professionen, mehr räumliche Möglichkeiten. Und da alle Ganztagsschulen auf die Kooperation mit außerschulischen Partnern angewiesen sind, kommt das wahre Leben an die Schule. Ein Kind oder Jugendlicher hat also viel mehr Möglichkeiten, mit seinen spezifischen Fähigkeiten und Interessen anzuschließen. Ich war im letzten Sommer an der Schule, wo mir das besonders deutlich geworden ist. Es war eine Brennpunkt-Gesamtschule und da haben Jungs
genau in dem Alter, wo Jugendliche eigentlich null Bock auf Ganztag haben, ein derart exzellentes Rap-Video produziert, dass man das direkt hätte veröffentlichen können. Da sind sehr viele Kompetenzen involviert, erstaunliche musikalische und künstlerische Kompetenzen, Projektmanagement, Teamarbeit, Umgang mit höchst komplexen Computerprogrammen. Der Lehrer, der uns begleitet hat, hat gesagt, dass er da schon längst nicht mehr mitkommt und wahrscheinlich noch vieles mehr. Chancengerechte macht gute Ganztagsschulen auch, dass es keine Hausaufgaben gibt und die Verantwortung auch für selbstständiges Lernen und Üben bei der Schule liegt. Damit bin ich beim Thema Lernzeiten. Wenn Lernzeiten mit guter Qualität umgesetzt sind, dann wird ein Kind nicht mehr benachteiligt, weil zu Hause keiner mit ihm lernt. Und es ist ja nicht mal nur so, dass vielleicht zu Hause keiner mit ihm lernt, sondern manche haben ja noch nicht mal einen ruhigen Arbeitsplatz zu Hause. Nachdem ich was zu unseren inhaltlichen Schwerpunkten gesagt habe, komme ich nun dazu, wie und was wir fördern. In unseren Projekten laden wir Schulen ein, uns sich auf einen Entwicklungsweg zu machen und unterstützen wir dabei. Wir bieten eine professionelle Begleitung der Schulentwicklung, die Qualifizierung der in den Schulen tätigen Professionen und eine Unterstützung einer engeren Zusammenarbeit aller Akteure rund um Schule. Jetzt werde ich noch etwas spezifischer, und zwar gibt es einen Ansatz, bei dem wir über viele Jahre die Erfahrung gemacht haben und auch evaluiert haben, dass er besonders gut funktioniert, die schulische Netzwerkarbeit. Vielleicht deshalb, weil dieser Ansatz auch berücksichtigt, dass auch jede Schule anders ist. Jede Schule hat Verbesserungen erfolgreich umgesetzt, und wenn Vertreter von Schulen sich regelmäßig treffen und austauschen, geben sie Erfahrungen weiter, deren Ansatz einmal plausibel ist für andere Schulen und eben auch auf Machbarkeit im schulischen Umfeld getestet ist. Jetzt ist Netzwerkearbeit ja ein schillernder Begriff, und vielleicht haben die anwesenden Vertreter von den Schulen auch schon Erfahrungen mit Netzwerkarbeit gemacht, von der sie sicher sind, dass sie für ihre Schulentwicklung überhaupt nichts gebracht hat. Also damit für Schulentwicklung netzwerkwirkliche Arbeit was bringt, sind ein paar Dinge zu beachten. Dazu können wir Vorschläge machen, weil wir von der Stiftung Mercator schon vor über einem Jahrzehnt mit dem Thema gestartet sind, mit dem Projekt Schulen im Team, und seither viele Erfahrungen gemacht haben, weitere Projekte wie ganz in Lernpotenziale, sprachsensible Schulentwicklung, Potenziale entwickeln, Schulen stärken oder Liga lernen im Ganztag. Also erstens, damit Netzwerkarbeit der Schulentwicklung hilft, muss sie verbindlich und über mehrere Jahre angelegt sein. Zweitens, Netzwerkarbeit muss extern professionell begleitet sein, und zwar von jemandem mit Expertise im Veränderungsmanagement, der sagen kann, wie plant man überhaupt Schulentwicklung, wer ist daran in welcher Rolle beteiligt, mit welchen Widerständen muss man auch rechnen, wie kommt man als Schule zu konkreten und machbaren Zielen. Und drittens, die ganze Schule muss Bescheid wissen und beteiligt sein. Das ist wohl die größte Herausforderung. Denn es gehen ja erstmal nur ganz wenige aus der Schule zu den Netzwerktreffen, und die können es unmöglich alleine schaffen, eine Schulentwicklung anzustoßen und ihre Schule zu verändern. Ganz zentral ist erst einmal, dass die Schulleitung entscheidet, sich in den Schulentwicklungsprozess zu begeben, dass die Schulleitung das schulweit transparent macht und sich auch an der Netzwerkarbeit beteiligt. Möglichst sollten sich dann auch Weiterbildungen auf das Schulentwicklungsthema beziehen über längere Zeit. Also nehmen wir mal an, eine Schule macht die Einführung von Lernzeiten zum Schwerpunkt ihres Schulentwicklungsvorhabens. Da liegt ja dann auch viele konzeptionelle Arbeit in der Unterrichtsentwicklung, in den Fachschaften. Und hier kann man beispielsweise oder machen die Schulen gute Erfahrungen damit, pädagogische Tage oder die schulinternen Lehrerfortbildungen eben auch sozusagen unter den Schirm des Schulentwicklungsvorhabens zu stellen. Wir wissen, das ist alles nicht einfach, und wir lernen auch als Stiftung hier ständig dazu, aber wenn das Lernen jedes einzelnen Kindes gut unterstützt werden soll, gibt es eigentlich keine Alternative dazu, individualisiertes Lernen an den Schulen umzusetzen. Und deswegen müssen wir uns alle gemeinsam da auf den Weg machen.
Abschließend sage ich noch ein bisschen allgemeiner was dazu, wie wir als Stiftung unsere Rolle und unseren Beitrag in der Bildungs- und Schullandschaft verstehen. Uns ist einerseits wichtig, Impulse zu setzen. Aus unserer Arbeit bekommen wir sehr viele Informationen, einmal aus den Evaluationen, aus den wissenschaftlichen Evaluationen der Projekte, aus Studien, von den Schulen insbesondere, auch von der Schulverwaltung, von kommunalen Projektpartnern und so weiter. Dieses Wissen bündeln wir und nutzen es, um unsere Projekte weiterzuentwickeln, aber auch, um Schulverwaltung und auch Schulpolitik über die Erkenntnisse zu informieren. Mit dieser Expertise schaffen wir einen Mehrwert für alle, beispielsweise zum Thema Netzwerkarbeit für Schulentwicklung. Zweitens, wir sind eine Plattform oder bieten eine Plattform und sind auch ein bisschen ein Sprachrohr. Wir bekommen aus unserer Unterstützungsarbeit relativ viel darüber mit, was funktioniert und was nicht funktioniert und welche Anliegen Schulen haben. Und das bringen auch immer wieder die Perspektiven von Schulpraxis und Politik zusammen und spiegeln, was wichtig ist und was aus unserer Erfahrung funktioniert. Das ist dann mehr als so ein plattes, alle brauchen mehr Ressourcen und wird deswegen auch oft gehört. Dann ist uns wichtig, in unserer Arbeit partnerschaftlich zu arbeiten. Das ist unter zwei Gesichtspunkten wichtig. Das eine, partnerschaftlich mit den Schulen zusammen, damit wir nicht an ihren Bedarfen vorbeifördern. An Mercator-Projekten sind eine Menge Schulen beteiligt. Momentan sind es allein in NRW über 350. Und wir beziehen deswegen auch Schulleiter, Lehrer und noch zu selten, aber immer mehr auch Schüler ein, wenn wir Projekte entwickeln und planen. Der zweite Gesichtspunkt ist, dass wir auch die Schulministerien einbeziehen, früh. Und das hat den wichtigen Grund, dass Nachhaltigkeit ein Anliegen ist, das die Stiftungen und die Ministerien teilen. Das bedeutet, wir als Stiftung fördern ja Projekte immer nur über ein paar Jahre. Und wir müssen sicherstellen, dass nach Ende dieser Zeit nicht alles wegbricht und die Schulen alleine dastehen, womöglich in ihrem Entwicklungsprozess auf halbem Weg. Da haben Stiftungen, glaube ich, insgesamt auch in den letzten Jahren dazugelernt. Wir überlegen deshalb früh, wie kann das, was an Projekt erfolgreich ist, weitergehen oder vom Land auch übernommen werden. Wir hoffen damit, dass dieses jedes Kind ist anders irgendwann eine Selbstverständlichkeit wird und dass wir dazu beitragen können, dass Schulen auch so funktionieren, die Fachkräfte so ausgebildet sind, dass diese Vielfalt nicht als Belastung erlebt wird, sondern als Chance. Vielen Dank. Auch ich sage herzlichen Dank, Frau Dr. Strehle, für diesen Blick auch von außen. Und das wollen wir noch mal verstärken, unterstützen für das Schulsystem. Aber mit ganz besonderen Impulsen möchte ich Rüdiger Bockhorst begrüßen. Er ist Projektmanager in der Mohn-Stiftung und hat sehr lange gearbeitet, auch zum Thema gute und gesunde Schule. Und da aus den Zusammenhängen kennen wir uns auch noch schon sehr, sehr lange und arbeitet jetzt besonders mit allen Schulformen auch zu dem Bereich individuelles Lernen, Umgang mit Heterogenität und Vielfalt. Rüdiger, das ist jetzt dein Pult hier. Ja, ganz herzlichen Dank für die Anmoderation und dass ich hier sein darf. Moment. Jo. Ganz kurz nur zu der Rainer-Mohn-Stiftung, die ist überhaupt nicht von den Kapazitäten, weder vom Personal noch von den Geldmitteln vergleichbar mit der Mercator-Stiftung beispielsweise. Aber wir verstehen uns genauso wie gerade dargestellt, nämlich auch als Bildungspartner auf der einen Seite. Und wir arbeiten immer wieder auch partnerschaftlich am und im System, beziehungsweise, um es positiv zu formulieren, wir haben auch keine Angst vor langen Laufzeiten von Projekten, sodass wir letztendlich damit auch hoffentlich Schulentwicklungsprozesse mit begleiten können. Bis zum Oktober war ich der einzige Mitarbeiter dieser Stiftung. Das hat auch so ein bisschen was damit aus, wie wir aufgestellt sind. Und wir fördern ausschließlich Bildung und ausschließlich in Ostwestfalen. So, damit haben wir den Fokus auch gesetzt für das, was wir im inhaltlichen Bereich machen möchten und unterstützen möchten. Wir setzen auch an dem Thema Bildungsgerechtigkeit und zwar im Schwerpunkt Ablösung des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft.
Das erklärt auch, warum Sie jetzt in der oberen hier orange-gelben Leiste beispielsweise diese oberen Felder sehen und die Schwerpunkte. Wir haben eine internationale Recherche, aber auch eine nationale Recherche zugrunde gelegt und sagen, was sind die Ansatzpunkte, um erfolgreich ein Bildungssystem, ich sage es mal, zu drehen, um genau diesen Punkt der Entkopplung von Bildungserfolg von sozialer Herkunft herbeizuführen. Und wen wundert es, dass natürlich individuelle Förderung, das sehen Sie vorne, eine ganz zentrale Rolle da spielt, die anderen aber genauso, das muss man an der Stelle auch sagen, sprich die Beteiligung von Eltern, das Gelingen der Übergänge und so weiter und so fort. Das, was heute mein Thema sein wird, das ist dann in Rot dort jetzt gerade schon dargestellt, das ist das Projekt Heterogenität und individuelle Förderung an einer Hauptschule in Gütersloh. Und ich werde versuchen, diesen Bogen, den Sie eben schon gespannt haben, bis in die Ebene der Hauptschule, die wir unterstützen. Und ich möchte jetzt von vornherein sagen, das ist extrem gute pädagogische Arbeit, die da geleistet worden ist. Die hat mit uns erstmal nur als Begleitung zu tun. Also nicht, dass ich mich da mit fremden Federn schmücken möchte, sondern das war exzellente und ist exzellente Arbeit von den Kolleginnen und Kollegen und auch von der Hauptschulleitung natürlich, die eine ganz entscheidende Rolle dort spielt. Das, was Sie dort stehen, sehen, ist im Prinzip so ein Steckbrief, den wir üblicherweise zu unseren Projekten anlegen und die auch die Schwerpunkte dann letztendlich ausweisen. Rot wiederum dargestellt, und da komme ich jetzt sofort rein, das, was wir auch evaluieren während des Prozesses. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt Ergebnisse bringen. Ganz klar, individuelle Förderung wirkt. Und ich werde auch sagen können, wie sie wirkt. Und was sie da erzeugt an der Stelle, bei aller Komplexität, das bitte ich nachzusehen, die letztendlich dann dahinter liegt. Das heißt, ich möchte Ihnen mit dieser Folie darstellen, wie die Ausgangslage von Ihnen jetzt auf der linken Seite an der Hauptschule dort ist. Die haben über Jahrzehnte schon Erfahrung im Bereich sowohl Schulentwicklung, nach meinem Verständnis und Interpretation, und auf der anderen Seite auch das Umgehen mit Heterogenität dort. Das heißt also, wir haben Situationen, mein Chef und ich dort vorgefunden, dass wir in einer Klasse, in einer Bankreihe, ein Kind im festgestellten geistigen Förderbedarf auf der einen Seite haben, aber auch ein hochbegabtes syrisches Flüchtlingskind. Und wie geht jetzt eine Schule dann entsprechend damit um, wie setzt es auf? Und darüber haben wir uns gemeinsam dann auch nochmal Gedanken gemacht, im Sinne von, wo können wir unterstützen, bis hin zu der Frage, wie können diese Flexibilisierung, von denen Frau Löhrmann eben auch gesprochen haben, weiterhin erhalten und ausbauen. Also sprich das, was Sie in den unteren Stichpunkten dort sehen, Sprachförderbänder und so weiter und so fort, die sich dann an der den Bedarf der Schülerinnen und Schüler dann natürlich ausmachen. Darum stehen da jetzt auch keine Zahlen, dass die einen so lange da drin bleiben oder die anderen so lange da drin bleiben. Das, was absolut selbstverständlich ist, das können Sie unschwer natürlich ableiten, gerade an einer Hauptschule wie dieser, ist, dass Sie schon seit Jahren in multiprofessionellen Teams arbeiten, sprich Schulsozialarbeit, Sprachförderung und so weiter und so fort, gehört zum Alltagsgeschäft. Das nur noch mal als Setzung. Ich hatte versprochen, hinzuweisen darauf und sagen, dass individuelle Förderung wirkt. Ja, und Sie sehen das jetzt im Grunde genommen schon an der Gegenüberstellung in dem dunkelblauen und hellgrünen. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler, die mit einem festgestellten Defizit gekommen sind, also Note 4 oder schlechter, in der Anzahl und bereits nach einem oder nach zwei Jahren Förderung an dieser Schule. Ich finde, das ist absolut beachtenswert, zumal man ja hier auch nochmal mit bedenken muss, nur als Hinweis, dass diese Schule nach meinem Empfinden eine extrem hohe, gute Übertrittsquote an die Gesamtschule, Realschule, die 50 Meter weiter entfernt und das Gymnasium hat. Das heißt, die geben 40-60% ihrer Schüler, die in diese Lage versetzt werden, schon ab. Das heißt also, sie haben im Grunde genommen da eine erreichte Förderung, die hier sich nur bedingt dann gleich auch in diesen Darstellungen abbildet. Ich hoffe, dass Sie nachvollziehen können, das empfinde ich jedenfalls als Nachweis einer schon wirkenden individuellen Förderung auf dieser Seite. Das heißt also nicht nur in diesen Fächern, sondern dann auch beziehungsweise Kopplung beider Fächer sonst insgesamt. Und der Bedarf, den wir damals im Kennenlernen dann hatten und sagen, wir möchten gerne einfach viel, viel klarer dokumentieren, wie denn die Kompetenzentwicklung bei der individuellen Förderung dort sind. Und das war dann die Conclusio, die Sie unten sehen. Das heißt, wir haben ein elektronisches Tool gebaut, in dem dokumentiert wird und stündlich abgerufen werden kann, wo findet sich dieses Kind und welche Fortschritte sind denn da oder die Schülerinnen und Schüler.
Und das ermöglicht nicht nur eine viel, viel bessere Kommunikation an die Schüler und die Eltern, sondern, und das ist das, was wieder auch mit Schulentwicklung extrem viel zu tun hat, die Kommunikation und der Vereinbarungsprozess unter den Lehrkräften und innerhalb des Kollegiums. Da haben viele, viele Dinge stattgefunden, die kaum darstellbar sind, in Anführungsstrichen, aber ich versuche es trotzdem mal als Schritt an der Stelle zu machen. Hier nochmal das langfristige Verhalten der Entwicklung. Sie sehen, dass einige sich nach oben entwickeln von ihrer Leistungsfähigkeit, einige bleiben gleich und einige nach unten. Das ist ohne Frage so. Nur, dass Sie sehen, wie weitreichend, und wir werden noch in diesem Jahr den vierten Messzeitpunkt haben, um zu sagen, wie haben sich diese Schülerinnen und Schüler langfristig entwickelt. Denn sie müssten jetzt unser erster Doppeljahrgang, hätte ich beinahe gesagt, in der Abschlussklasse 10 dann sein. So. Das, was als Prozess dahinter liegt, und darum zeige ich Ihnen dieses Tool auch gar nicht, das ist nämlich im Endeffekt nichts anderes als eine professionell programmierte Excel-Tabelle, wenn man so möchte, aber dahinter liegt der über mehrere Jahre dauernde Diskurs innerhalb der Schule und sagen, was verstehen wir unter dieser Kompetenz und ab wann sagen wir denn überhaupt, sie hat die erreicht, die Schülerinnen oder Schüler. Wann machen wir den Haken, dass wir sagen, okay, und wir können jetzt an der Stelle weitermachen. Um es auf den Punkt bei der gefühlten Form von Zusammenarbeit zu bringen, sagen, wir können uns mittlerweile aus dem Stand viel, viel besser vertreten im Unterricht oder einigen auf die nächsten Inhalte und methodisch-didaktischen Schritte. Das spart extrem viel Zeit jetzt im fünften Projektjahr und die Zufriedenheit mit dieser Form des Arbeitens ist bei dem Großteil extrem hoch, das muss man auch nochmal an der Stelle sagen. Nochmal, das hat nichts mit unserer Förderung da zu tun, sondern das ist die Arbeit, die sehr gute innerhalb dieser Schule und vielleicht nochmal als ein Indikator auch, diese Schule hat ein Jahr nachdem wir das Projekt begonnen hatten, dann die Entscheidung wurde getroffen, dass sie ausläuft. Die Bewerberzahlen nach draußen, und das war die große Sorge dann des Schulleiters, sagen, hoffentlich laufen mir jetzt die ganzen Leute nicht weg, die guten Leute weg, sondern das hat kaum stattgefunden. Die meisten sind jetzt noch da. Das ist wirklich absolut erstaunlich und letzter Punkt, das ist von Frau Professorin Hornbech ein im Prinzip Nebeneffekt der hier gemessenen individuellen Förderung, nämlich die Auswirkung auf die Integration der Flüchtlinge, die natürlich jetzt gerade in den letzten Jahren, weil diese Schule auch erst Anlaufstelle war, nachher bei fast 60% gelegen hat und sagen, wie sind die an dieser Schule angekommen? Und das ist ein wunderbarer Nebeneffekt. Also ich kriege, wenn ich Ihnen das darstelle, nach wie vor so ein bisschen, muss ich sagen, Gänsehaut, sagen, dass das an dieser, ich nenne sie mal jetzt Brennpunktschule, unter diesen ganz schwierigen Voraussetzungen so möglich ist, und das haben die Schüler gesagt, diese Angaben, die sie dort finden, das finde ich schon bemerkenswert. Individuelle Förderung wirkt auf unterschiedlichste Art und Weise und ein wesentliches Element neben der Frage von Entwicklung von Kompetenzen ist der, der uns zufällig aufgefallen ist, nämlich dass es auch integriert. Ich danke Ihnen. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön auch an Rüdiger Bockhorst. Und was sehr deutlich wird, ist die Frage der individuellen Lernzeiten und Individualisierung ist keine Frage einer Schulform, sondern es ist die Frage des Prinzips und die Frage der Unterrichts- und Schulentwicklung und des professionellen Verständnisses. Was mir jetzt auch nochmal sehr einprägsam war, ist die Bedeutung der Teamzeiten, die natürlich zum engen Austausch gehören. Und dass wir das erste Mal im Landeshaushalt dafür auch ein Budget sichtbar zur Verfügung stellen, ist, glaube ich, das richtige Signal, was aber ausgebaut werden muss. Tja, wenn ich sage, jetzt haben wir uns mit dem Schulsystem befasst, aber es geht ja um Schülerinnen und Schüler. Und es gibt eine Stimme für die Kinder, die immer sehr vernehmbar ist, wenn es in Grundrechtsfragen um die Diskussion geht. Die sind innovativ, kreativ, sie sind beharrlich, kompetent und von Anfang an bei der Diskussion um die UN-Behindertenrechtskonvention dabei. Nicht nur die Kinder, die Eltern sollen selbstbestimmt auch mit Behinderung in dieser Gesellschaft mittendrin leben. Mittendrin heißt auch der Verein. Und ich freue mich, dass Eva Maria Thoms heute hier ist. Sie da? Die Präsentation, danke, super. Ich habe nämlich meinen Stick, der liegt, glaube ich, in der Tiefgarage, da wären wir jetzt nicht weitergekommen. Ja, mein Name ist Eva Maria Thoms, ich komme vom Elternverein Mittendrin e.V. Und wo drücke ich jetzt drauf? Wahrscheinlich da.
Bin gebeten worden, hier zum Thema flexible Lernzeit zu sprechen. Ich beschäftige mich inzwischen seit 10 Jahren mit dem Thema inklusive Schule und auch inklusive Pädagogik und muss sagen, ich habe darüber eine Menge gelernt, wie Schule funktioniert und nicht funktioniert und eine Menge Ideen kennengelernt, wie Schule besser funktionieren könnte. Es gibt leere Worte, die vergisst man sein ganzes Leben lang nicht. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, bin weit in meine Vergangenheit zurückgegangen für diesen Vortrag. Wir sollten uns aber, glaube ich, auch nicht täuschen. In weiten Teilen der Bevölkerung ist das Bild von Schule. Wir werden in Jahrgangsklassen eingeschult. Wir lernen alle zur gleichen Zeit nach der gleichen Methode das Gleiche mit möglichst dem gleichen Ergebnis. Und wer nicht mithalten kann, ist entweder zu faul oder gehört hier nicht hin. Das ist das Verständnis in der Bevölkerung, wie Schule zu funktionieren hat. Und ich befürchte ganz ehrlich, dass dieses Denken auch noch nicht an jeder Schule und auch in Nordrhein-Westfalen nicht ausgemerzt ist. Was jetzt von mir aus nicht unbedingt ein aktueller Vorwurf an die Politik ist, sondern einfach ein Blick auf die Realität, die auch wir im Bereich Inklusion an einigen Schulen oder an Schulen vorfinden. Gut. Wir wollen jetzt eigentlich was anderes inzwischen. Die Pädagogik hat sich weiterentwickelt und wir versuchen das ja auch politisch zu gestalten oder Sie versuchen das politisch zu gestalten, aber ich empfinde mich immer als Staatsbürgerin, habe immer so den Drang, ich müsste mitgestalten. Wissen wir alle, dass Kinder und Jugendliche sehr unterschiedlich sind. Es ist ein Allgemeinplatz zu sagen, wenn sie eingeschult werden mit 6 Jahren, sind die einen auf dem Entwicklungsstand von 4 und die anderen auf dem Entwicklungsstand von 8. Die Frage ist, warum zum Teufel ziehen wir da nicht endlich die Konsequenzen draus oder nicht alle Konsequenzen draus? Angefangen haben wir ja mit Sicherheit schon. Unser Schulgesetz, da ist es ja schon verankert, gleich in Paragraph 1, unsere Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf individuelle Förderung in der Schule, also nicht auf Gleichschritt lernen, sondern auf Lernen nach ihren individuellen Bedürfnissen. Die Frage ist, ob halt dann auch die anderen gesetzlichen Regeln und Vorschriften da schon mithalten können, ob die eine moderne Pädagogik befördern oder ob sie bisher eigentlich eher bremsen. Ich wollte heute mit 3 Thesen hier auftreten zum Thema individuelle Förderung, weil ich habe meine Erfahrung, da ich im Bereich Inklusion tätig bin, mit dehnbaren Begriffen, was heutzutage unter Inklusion auch im schulischen Rahmen zum Teil verstanden wird, können sehr unterschiedliche Dinge sein und auch bei der individuellen Förderung gibt es eine sehr unterschiedliche Praxis und auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie das sein könnte. Meine erste These ist, individuelle Förderung muss Teil des Unterrichts sein und sich nicht erschöpfen in, sagen wir mal, einer AG am Freitagnachmittag oder analog einer Förderstunde. Meine zweite These ist, individuelle Förderung, ernst gemeint, braucht eine flexible Lernzeit. Ich habe nach Fertigstellung der Folien gemerkt, ich hätte besser geschrieben, braucht eine flexible Schulzeit. Das dritte ist, individuelle Förderung, ernst gemeint, gelingt besser in altersgemischten Lerngruppen. Und zwar nicht nur in der Grundschule. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch in der Sekundarstufe so wäre. Gut, gehen wir zur ersten These. Individuelle Förderung muss Teil des Unterrichts sein. Ich habe schon oft Schulen erlebt, die im Brustton der Überzeugung sagen, wir setzen auf individuelle Förderung. Was ich an dieser Schule vorgefunden habe, waren besondere Kurse außerhalb des sonstigen Stundenplans, in denen sich Schülerinnen und Schüler mit besonderen Talenten und Interessen mit viel weitergehenden Themen beschäftigten. Oder aber angehängt an den Stundenplan oder irgendwo untergebracht Förderstunden für Schülerinnen und Schüler, die an bestimmten Punkten nacharbeiten mussten oder vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung brauchten. Das ist nicht das, denke ich, was erschöpfend darstellt, umsetzt, was individuelle Förderung eigentlich sein könnte.
Individuelle Förderung könnte zum Beispiel bedeuten, und es gibt auch schon Schulen in Nordrhein-Westfalen, ich glaube, einige sind auch heute hier, die das schon tun, dass ein Großteil des Unterrichts, also nicht nur eine Spielwiese, sondern ein Großteil des Unterrichts gerade in den Hauptfächern individualisiert abläuft. Dass Schüler ihren eigenen Lehrplan haben, auf dem Stand, auf dem sie sind, mit den Methoden und den Aufgaben, die für sie angemessen sind. Und dass es nicht nur einmal in der Woche, sondern täglich genügend Zeit gibt für Schüler, an ihrem eigenen Lernplan zu arbeiten. Und zwar entweder einzeln, zu zweit oder in kleinen Gruppen. Ich kenne das von der offenen Schule in Köln-Sürth. Das ist eine Gesamtschule in freier Trägerschaft. Die machen das jeden Tag und es funktioniert wunderbar. Und Lehrer hier werden mir dann direkt sagen, wie soll das funktionieren? Und das wird ja viel zu laut. Ich hatte gestern noch einen Termin an der Schule, der eigentlich unterbrochen werden sollte, weil die Lehrerin meinte, die individuelle Lernzeit fängt an und ich muss die Schüler jetzt erstmal einnorden. Wir waren aber so angeregt im Gespräch, dass sie die Zeit vergessen hatte, dann 10 Minuten später darüber hastete, sofort wieder zurückkam und meinte, alles ruhig, sind alle am Arbeiten. Also es funktioniert. Die zweite These, individuelle Förderung, ernst gemeint, braucht eine flexible Schulzeit. Denn wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass Schüler auf unterschiedlichen Lernständen lernen, dann ist es völlig unlogisch zu sagen, sie müssen aber trotzdem am Ende des Schuljahres alle das gleiche Ergebnis erreicht haben. Das ist ja im Prinzip, denke ich mir, auch der Grund, warum jetzt hier der schulpolitische Vorstoß auch von den Grünen kommt, dass man sagt, auch Schulzeiten müssten flexibel sein. Nun bin ich aber ein bisschen skeptisch. Ich finde es einen guten Schritt zu sagen, dass man zum Beispiel in der Mittelstufe sagt, da gibt es einen Zweig, der 3 Jahre dauert und einen, der 4 Jahre dauert. Ich sehe da aus der Praxis nur ein Hindernis. Nee, 2 Hindernisse. Das erste ist, wie entscheide ich im Vorhinein, welcher Schüler 3 Jahre brauchen wird und welcher 4 Jahre? Und das zweite ist, die Schüler sind ja nicht immer in allem gleich gut. Sie haben es auf der vorigen Folie schon gesehen. Jeder Schüler hat Sachen, die er gerne macht und gut kann und andere, nun ja. Wie soll er denn dann entscheiden, mache ich jetzt 3 Jahre oder mache ich 4 Jahre? Von daher wäre doch der konsequentere Schritt zu sagen, es gibt eben sozusagen eine individuelle Förderung, individuelle Lernpläne und dann gibt es letztlich auch individuelle Zeiten, an denen Abschlüsse abgelegt werden. Das kann für den Hauptschulabschluss heißen, nach 7 Jahren, nach 8, nach 9 oder nach 10. Das kann fürs Abitur heißen, bei den ganz großen Überfliegern nach 9 Jahren. Ansonsten 12, 13, da wäre vieles möglich und vieles vorstellbar. Und jetzt sagen Sie mir, das gibt an den Schulen doch ein heilloses Kuddelmuddel. Und dann sage ich Ihnen, es gibt eine Lösung dafür. Indem man nämlich endlich mal von diesen verdammten Jahrgangsklassen weggehen. Wir wissen, ich habe eben darüber geredet und da hat sich kein Widerspruch erhoben, dass 8-Jährige nicht gleich 8-Jährige sind und 12-Jährige nicht gleich 12-Jährige. Warum müssen wir die unbedingt immer anhand des Kriteriums Alter in eine Lerngruppe packen? Warum können wir nicht sagen, wir legen die Lerngruppen so, wie es in den Grundschulen, zum Teil sehr erfolgreich, sogar in einer Altersmischung von 1. bis 4. Klasse praktiziert wird, auch in der Sekundarstufe, in altersgemischten Lerngruppen zusammen, die zum Beispiel mindestens 3 Jahrgangsklassen umfassen. Das würde bedeuten, dass ein Schüler, der besonders schnell lernt, wo wir heute immer das Problem haben, setzen wir den jetzt eine Jahrgangsstufe höher, weil der sich in seiner Jahrgangsklasse eigentlich immer langweilt und eigentlich immer andere Aufgaben haben muss. Aber in der höheren Jahrgangsklasse kommt er ja sozial nicht zurecht, gerade in den Jahren der Pubertät. Sie werden solche Schüler vor Augen haben. Nehmen wir andere Schüler, die dann die Klassenziele eben nicht erreichen. Wir versuchen zwar, das Sitzenbleiben zu verhindern, klappt aber nicht immer. Und spätestens am Ende der Schulzeit, wenn man noch ein Jahr dranhängen will, ist ein großes Hindernis dabei, ich muss komplett die Peer Group wechseln.
Ich mache ein Jahr länger Schule, aber mit einem kompletten neuen Satz von Mitschülern. Dass das die Schüler nicht im Lernen beeinträchtigt, fände ich eine sportliche Annahme. Wenn wir jetzt altersgemischte Lerngruppen hätten, dann hätten die Schüler die Möglichkeit, wenn sie besonders fix in einem Fach sind, mit Schülern, mit älteren Schülern und Schülern, die schon weiter sind als der Durchschnitt einer Jahrgangsklasse, in ihrer eigenen Klasse, eigenen Lerngruppe zusammenzuarbeiten. Oder aber, wenn sie irgendwo noch Grundlagen nachholen müssen, eben in ihrer eigenen Lerngruppe auch immer mit anderen Schülern zusammenarbeiten zu können, zur Not mit denen, die halt später zu dieser Lerngruppe gestoßen sind. Ja, was hat das jetzt alles mit Inklusion zu tun? Also ich finde es super toll, normalerweise halte ich immer Vorträge, wo ich dann versuche, Leuten zu erklären, wie das irgendwie funktionieren kann, mit so unterschiedlichen Schülern, dann auch noch mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten, was weiß ich alles, wie das denn alles zusammen funktionieren soll. Heute darf ich endlich mal einen Vortrag halten, was wir aus der inklusiven Pädagogik und den Erfahrungen inklusiver Schulen für alle anderen Schüler lernen können. Weil nämlich in der inklusiven Pädagogik hat man es mit Schülern mit Behinderung zu tun. Einige von denen lernen langsamer, vielleicht auch weniger. Einige lernen anders. Und dann gibt es auch eine Gruppe, die müssen mehr lernen. Denken Sie zum Beispiel an sinnesbehinderte Schüler. Schüler, die blind sind, zum Beispiel, müssen lernen, sich zu orientieren. Sie müssen Breitschrift lernen, sie müssen mit speziellen Computerprogrammen umgehen lernen. Die brauchen einfach länger, bis sie sozusagen den anderen Lernstoff dann auch bewältigt haben. Es wäre ein absolutes Geschenk, wenn sich das auch in der Schulzeit niederschlagen könnte. Die inklusive Pädagogik hat aber auch in den 35 Jahren, in denen sie nun in Deutschland, ja, es gibt seit 35 Jahren, in Deutschland in der Praxis erprobt wird, festgestellt, wir reden immer von den Schülern mit Behinderung und ihren besonderen Lernbedürfnissen. Wenn wir mal ehrlich sind, haben doch alle Schüler besondere Lernbedürfnisse. Dann können wir uns da nachher dann auch mal richten. Mit den individuellen Lernzeiten haben inklusive Schulen schon sehr viel Erfahrung, kann man sich angucken. Individuelle Schulzeit ist hier noch irgendwie ein Tabu, vor allen Dingen, wenn es dann unter Umständen daran geht, dass man auch Prüfungen, Abschlüsse auseinanderziehen könnte, vielleicht einige Abiturprüfungen in der 11. Jahrgangsstufe macht und die letzten in der 13. Und mit den altersgemischten Lerngruppen in der Sekundarstufe haben wir, glaube ich, am wenigsten Erfahrung. Als ich mich zum letzten Mal darum gekümmert habe, 2012, gab es glaube ich, zwei Schulen in Nordrhein-Westfalen, die in der Sekundarstufe eine Altersmischung praktiziert hat. Ich weiß nicht, ob das inzwischen mehr sind, es wäre zu hoffen, aber ich glaube, das wäre ein Thema, über das man wirklich politisch zu diskutieren lohnte. Danke. Ja, vielen Dank auch an Eva-Maria Thoms. Ja, Ermutigung, weiterzudenken und grundsätzlicher zu denken, das ist gut aus den unterschiedlichen Perspektiven. Und wir halten es heute ja mit individuellen Lernzeiten und Hörzeiten. Also die Frage der Diskussion, ich glaube, das regeln wir jetzt so, dass Sie die Diskussion mitnehmen zur Suppe, um zwar untereinander schon mal einzelne Fragen anzugehen und sich vorzubereiten auf die beiden Workshops, die stattfinden werden, weil man dann nämlich mit den Schulpraktikerinnen genau diese Fragen diskutieren kann, die jetzt hier angeschnitten sind und die sie sicherlich auch bewegen. Und da bin ich sehr dankbar den Schulen, die heute hier sind, um ihre Konzepte vorzutragen und mit ihnen auch zu diskutieren. Wie geht's denn los? Wie gewinnt man? Wie ermutigt man in einer Schule? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wie kann das verbreitet werden, damit wir zu einer Unterrichts- und Schulentwicklung kommen, die den Kindern gerecht wird? Denn die Schule ist eine Veranstaltung für Kinder und nicht für die anderen, die Profession, die sich da gerne tummelt, aber es geht darum, den Kindern gerecht zu werden und die Schule soll sich an ihnen ausrichten und nicht die Kinder an Schulform oder Strukturen. Und ich sage jetzt ganz stellvertretend ganz herzlichen Dank an Herrn Pant, damit die anderen sehen, was sie auch noch bekommen. Es gibt einen Becher to go hier. Thank you.
Ja, und jetzt geht's für alle herzlich gerne an die Suppe. Wir stehen auch für Gespräche bereit und treffen uns dann in 3 Viertelstunden in den Workshops. Einmal von hier aus gesehen geht es rechts um die Ecke zum Fraktionssaal der CDU. Ist jetzt mal gar nicht so ein bedeutsamer Hinweis. Da geht es um den Workshop Primarstufenübergang in die SEC 1. Links um die Ecke von mir aus gesehen der SPD-Saal, wer hätte es jetzt vermutet. Und da geht es um die Frage Sekundarstufe 1 und weitere Perspektiven. Wenn man draußen steht, dann hat man ja die andere Perspektive mit dem Rücken hier zum Saal. Also man möge sich das dann entsprechend aussuchen. Guten Appetit, wir sehen uns.